Die Impfgegner zwischen Angst, Unwissenheit und Fake News. Ich denke, das sieht doch wieder gut aus, Wer am oder? Samstag 750 weitere Pandemietote zu beklagen hat, gehen in Düsseldorf zahlreiche Impfgegner auf die Straße. Absolut cringe, okay. Ihr Antrieb, Angst, Unwissenheit. Okay, mal schauen, wie viel wieder gegen Bill Gates gesprochen wird und wie oft er mal wieder Kinderblut trinkt. Und der Glaube an eine Verschwörung. Gib Gates keine Chance, ich sag's doch. Das Zeug, was sie jetzt rausbringen, das ist für mich Teufelszeug. In kurzer Zeit rausgebracht, auf die Schnelle, ohne Tests, ohne Daten. Rund 150 Impfskeptiker sind es heute. Jeden Samstag treffen sie sich hier. Ich lasse mich nicht impfen. Deswegen, weil das eine Zeitbombe ist. Ich bin eine Medizinerin und ich weiß ungefähr, was da so dahinter steckt. Was steckt da denn? Das ist schwer zu sagen. Das kann ich jetzt nicht in zwei Worten sagen. Ich bin Medizinerin. Und ich weiß, was dahinter steckt. Ungefähr, was dahinter steckt. Ja, was steckt denn dahinter? Ja, das ist aber jetzt schwer zu sagen, ja. Also dafür müsste ich jetzt schon ein bisschen ausholen hier an der Stelle, ja. Nie eine Pandemie. Das ist ein Fake, ist das. Wer hat das gefaked? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, ist die dumm. Cui bono? Wem nutzt es? Die Veranstaltung gefällt aber nicht jedem. Ja. Ja, das ist auch Störung einer Versammlung. Sofort festnehmen, 21 Versammlungsgesetz. Das ist die Störung einer Versammlung nach 21 Versammlungsgesetz. Über das von Ihnen, Schauspielerin, weg. Schockvideos im Internet, die angebliche Nebenwirkungen der Covid-Impfung zeigen sollen, dienen den Gegnern als Argumente. Belegt sind diese Aufnahmen natürlich nicht. Ebenso wenig wie die abenteuerlichen Aussagen von Bodo Schiffmann, einem der bekanntesten deutschen Corona-Leugner und klar noch nie gehört von dem Gegner. In Altersheimen sterben direkt nach der Impfung Menschen. In Massen, nicht einer oder zwei. Leute, die sonst noch gelebt hätten. Videos und Fake-Meldungen, die jeglicher Grundlage entbehren, im Internet aber vielfach verbreitet werden. Jan Aude Ost ist Psychiater. Als Mitglied der Gesellschaft zur Untersuchung von Parawissenschaften befasst er sich mit der Weltsicht jener, die den kleinen Pieks ablehnen. Wenn man sich alleine Impfgegner anguckt, dann weiß man, dass... Weißt du, man kann ja skeptisch sein, was Impfen angeht. Ich möchte das ja gar nicht abstreiten, weil ich kann das schon verstehen, dass da einige sagen, hier, ich möchte noch ein bisschen vorsichtig sein, wegen, weil das jetzt so schnell ging. Aber dass dann Leute interpretieren, ja, die Pandemie ist fake und Bill Gates trinkt Blut von Kindern und so weiter, um allzeit jung zu bleiben oder so, sich jung zu fühlen. Keine Ahnung, was das für eine Scheiße sein soll. Da tut mir halt alles weh. Es ist halt einfach dumm. Ja, das ist wirklich einfach dumm. 3 und 5% Impfgegner sind, die nicht zu erreichen sind durch Argumente. Und ca. 20% sind Menschen, die einfach verunsichert sind. Wirst du heute was zocken, safe, Bruder. Und dafür brauchen wir Informationen, Geduld. Und Alex ist moin. Also, ich mag das gar nicht sagen, aber die Ängste ernst nehmen. Das heißt aber nicht, denen auch Recht geben. Diese Angst verbreitet die Anti-Corona-Front auch analog. In Form von Flyern, die vielfach in Briefkästen landen. Einer dieser Zettel stammt von der Gruppe Ärzte für Aufklärung. Verantwortlich dafür Walter Weber, Internist aus Hamburg. Auch ein Doktortitel schützt offenbar nicht automatisch vor kruden Theorien. Wir sind aus Hamburg hierher gekommen, um gegen diese Corona-Diktatur vorzugehen. Frau Merkel gibt also die deutsche Bevölkerung der Pharmazie als Laborratten zur Verfügung. Für Dr. Pedram Imami sind diese Falschinformationen nur schwer zu ertragen. Also ich denke, das ist einfach nur eine Sache, die Merkel halt einfach gemacht hat. Merkel wollte das so. Ich denke, Merkel ist die Person, die Deutschland doch nochmal ausrotten möchte durch eine Impfung. Er ist Präsident Impfung, der Hamburger Ärztekammer. Ja, bloß Gift an der Stelle. Das Verschwörungstreiben eine Gefahr. Im Flyer von Ärzte für Aufklärung ist von Impftoten und Zwangsimpfung. Die Frage ist halt jetzt, wer ist dran schuld? Ist es jetzt Bill Gates oder ist es jetzt Angela Merkel? Das ist halt jetzt die Frage. Ne? Jetzt bewegen wir uns halt wieder auf einem Grat, wir wissen es halt nicht. Die Rede. Schwierig. Eine echte Pandemie wird mit einer Fake-Pandemie verglichen. Also hier steht eine Zahl von 80.000 Toten und 4 Millionen Impfgeschädigten, die zu erwarten wären durch die Corona-Zwangsimpfung. Da sind ja mehrere Fehler in einem Satz.
Es gibt de facto keine Zwangsimpfung. Und ich weiß gar nicht, was die Grundlage für diese Berechnung sein soll. Es gibt spätestens seit dem Ende letzten Jahres die Daten, die publiziert worden sind zu der Impfstudie, wobei viele, viele tausend Menschen untersucht worden sind, die mit diesem Impfstoff behandelt worden sind. Da gab es keine ernstzunehmenden Nebenwirkungen, die als Folge der Impfung zu sehen wären. Gegen den Arzt ermittelt derzeit auch die Hamburger Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf, er soll falsche Atteste ausgestellt haben, mit denen man sich aus angeblich medizinischen Gründen... Ja moin, darf man das? Also sorry, aber das ist doch nie und nimmer erlaubt, in eine Arztpraxis reinzufilmen. Von außen. Also ich meine, man darf ja, glaube ich, mit dem Presseausweis außen filmen und die Leute auch interviewen und so. Aber man darf doch nicht einfach so in ein Haus reinfilmen, wo ein Mann drin ist. Von der Maskenpflicht befreien. Ja, moin. Der Verschwörungsarzt residiert. Wobei, nee, da kommt jetzt kommt er raus. Hinterhude. Nachfrageversuch an seiner Praxis. Hallo, Herr Weber. Melina Hemmer, Spiegel TV. Ich würde gerne mal mit Ihnen über Ihre Behauptung zum Thema Impfen sprechen. Auf Ihrem Flyer ist ja die Rede von 80.000 Impftoten. Wie kommen Sie denn auf die Zahl? Da bleibt der promovierte Leugner schweigsam. Ja. Die Covid-Impfung ruft aber nicht nur Verschwörungsfans auf den Plan, sondern auch Menschen, die damit nichts zu tun haben wollen. Wie das Ehepaar Potsch aus Deidesheim. Das Vakzin? Für sie viel zu gefährlich. Ich lasse mich jedes Jahr gegen Grippe impfen, schon seit ein paar Jahren. Aber Corona auf keinen Fall. Dann werde ich lieber krank, als dass ich mir irgendwas einspritzen lasse. mRNA-Impfstoffe werden bereits, wenn ich richtig informiert bin, seit 1990 forscht man daran. Noch nie wurde einer zugelassen. Und jetzt macht man eine Notfallzulassung. Allein der Name Notfallzulassung sagt ja schon, das kann gar nicht entsprechend getestet sein. Eigentlich hätten die Eheleute guten Grund, einer Impfung gegenüber offen zu sein. Denn Harald Potsch war bereits an Corona erkrankt, inklusive Intensivstation. Herr Potsch. Okay, gut, das ist natürlich dann belastend. Sie waren erkrankt an Covid-19. Wenn wir uns die Aufnahme anschauen, sehen Sie hier die rechte und die linke Lunge. Und Sie sehen auf beiden Lungen multiple, hier schon überwiegend fleckförmige Verschattungen, die die Entzündung darstellen, die in der Lunge abläuft. Man merkt, man will atmen und es kommt nichts an. Ja, das war schon bettgelegen, weil das auch, wo ich zu meiner Frau gesagt habe, jetzt ruft der Arzt an, mach irgendwas, ich krieg keine Luft mehr. Ich kann nicht mehr atmen. Der Zustand des 51-Jährigen war so kritisch, dass die Ärzte kurz davor waren, ihn künstlich zu beatmen. Aber das verstehe ich da nicht, ne? Dass einer, der das schon hatte und weiß, wie schlimm das ist, also bei dem es halt wirklich so war, dass er fast ins künstliche Koma musste, dass er dann sagt, nö, also impfen, das geht gar nicht und so, oder da werde ich lieber krank. Und das, obwohl der schon, oder die Frau hat das ja gesagt, und das, obwohl der Mann ja schon daran fast gestorben ist. Also irgendwie schon komisch. Also ich weiß nicht, also dann, spätestens dann würde ich sagen, ja gut, dann stehe ich einer Impfung vielleicht noch offener gegenüber. Aber dass sie dann trotzdem immer noch so stur dagegen sind, ist schon krass. Sie müssen sich vorstellen, dass diese ganzen Veränderungen, die wir sehen... Ich würde Corona wahrscheinlich weghauen. Ich weiß nicht, wie es bei mir aussieht. ...den Gasaustausch erschweren. Das heißt, der Patient bekommt nicht genügend Sauerstoff, hat Luftnot. Und auch die Lungenoberfläche, wenn sie angegriffen ist mit solchen kleinen Ausläufern... Ich hoffe einfach, das wird gar nicht groß irgendwie. Danke, Mann. Mittlerweile geht es Harald Potsch besser. Das Virus ist weg. Die Zweifel an einer Impfung aber nicht. Hattest du nicht schon Corona? Nee, meine Freundin hatte Corona. Ich hatte mich nicht testen lassen. Ich war in Quarantäne für 14 Tage. Aber kann ich dir nicht sagen. Ich hatte keinen Test gemacht. Ich würde das Risiko nochmal wählen, nochmal daran zu erkranken, als mich mit Soma-Impfstoff impfen zu lassen. Definitiv. Warum? Weil ich diesem Impfstoff überhaupt nicht vertraue. Ich vertraue den Aussagen unserer Politiker nicht. Weder dem Herrn Spahn, noch Frau Merkel, noch dem Herrn Wieler, noch dem Herrn Drosten. Die einen werden aus Erfahrung nicht schlau und die anderen sind Querdenker. Die lehnen eh alles Staatliche ab. Ein Leben in Gefangenschaft kann kein Leben für uns sein. Weißt du, was da drin ist? Nö, ich nicht. Also ich lass mal nicht impfen und ich lass mal auch nicht testen. Nö, kommt nicht in Frage.
Also nee, das ist ein Schauspieler. Das ist nicht ein ganz normaler Bürger. Das ist er nicht. Was ist das denn, Leute? Oder weißt du, was da drin ist? Ich nicht. Das ist safe ein Troll. Das kann nie und nimmer ein ganz normaler Mensch sein, der jetzt einfach gerade ein Interview gibt. Ich möchte nicht, dass meine Genehmigung verändert wird. Oh, das ist Berlin. Ich weiß, dass es Berlin ist. Aber ich nicht. Also ich nicht. Ich lass mal nicht impfen. Ich lass mal auch nicht testen. Nee, das kommt nicht in Frage. Ich möchte nicht, dass meine Genehmigung verändert wird. Deswegen vielmehr ein Volk. Bizarre Theorien über Zwangsimpfungen und alle Mächte. Oh, ist das gut. In Berlin treffen sie auf offene Ohren und vereinzelte Gegner. Es ist respektlos, es ist achtlos den ganzen Menschen, die gegen die Pandemie ankämpfen. Es ist, ich finde keine Worte für die NS-Vergleiche, die gestellt werden, 2-3 Tage nach dem Holocaust-Gedenktag. Dabei müssten Querdenker es besser wissen. Schließlich glauben sie fest an ihren eigenen Durchblick, im Gegensatz zur unwissenden Mehrheit. Ich würde auf jeden Fall mal die Leute in deinem Betrieb suchen, die aufgewacht sind, ganz dringend. In meinem Betrieb? Ja, such mal die Leute, die schon wach sind. Viel Spaß. Das findest du schon alles. Ja, allein schon, der spricht ohne Mundschutz. Also ich weiß nicht, warum der überhaupt einen Mund-Nasen-Schutz trägt, wenn der das Ding unterm Kinn hängt hat, dieser Vollidiot. Selber, wer suche, der findet. Weit weg vom Berliner Protestirrsinn liegt das Altenheim Haus Reichberg in Albstadt. Hier begegnet man der auch unter Pflegekräften verbreiteten Impfskepsis mit Humor. Ey, Respekt. Ey, guckt euch das mal an, wie der gerade geschrieben hat. Hier begegnet... Der guckt absolut nicht auf die Tastatur. Der schreibt einfach. What the fuck? ...man der auch unter Pflegekräften... Der schreibt wirklich, guckt euch das an, der schreibt wirklich Wörter scheinbar. Für Freiwillige gibt es eine Flasche Eierlikör zur Belohnung. Ich schau auch nicht auf die Tastatur. Leute, was seid ihr für kranke Suchtis? Ich muss auf die Tastatur schauen. Ich kann auch nicht mit 10 Fingern schreiben. Ich schreibe immer mit den Fingern hier, ja? Zeigefinger. Das ist ja Wahnsinn. Ich höre immer wieder von meinen Mitarbeitern, dass es eher auf eine etwas humorvolle Art diskutiert wird. So nach dem Motto, habt ihr euch den Eier... Was kannst du überhaupt sagen? Ja, und das finde ich einfach, das finde ich eine andere Ebene. Also die ganze Pandemie ist schlimm genug. Wir dürfen in der ganzen Geschichte auch nicht so ein bisschen noch den Humor und auch die Leichtigkeit verlieren. Die ist so kaum noch vorhanden. Der Heimträger verteilt nicht nur Eierlikör, sondern wirbt auch mit einer Infokampagne fürs Impfen. Vorbehalte und Unsicherheit gibt es dennoch. Nein, ich lasse mich erstmal nicht impfen. Warum? Also ich habe jetzt nicht direkt Angst davor oder so, aber ich finde es jetzt einfach noch nicht genug ausgereift, das Ganze. Nachher ist irgendwas und das kann ich verstehen. Dann könnte ich keine Kinder mehr kriegen, weil ich da irgendwas dann vielleicht hätte. Bei den Bewohnern des Heims. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich verstehen. Weißt du, wenn man skeptisch ist, kann ich komplett nachvollziehen. Man ist nicht komplett dagegen, aber man denkt sich auch so, weißt du, es kann ja auch irgendwas sein, irgendeine Nebenwirkung sein, die jetzt vielleicht noch nicht direkt zum Ausdruck kam. Ja, auch das mit diesem, das wurde ja auch irgendwie mal gesagt, na, man weiß es natürlich nicht, ob das ist oder was das für Stoffe sind, ich habe davon auch keine Ahnung. Irgendwer hat auch mal gesagt, ja, dass man da nicht mehr zeugungsfähig ist, dass das zu einem minimalen Teil möglich sein kann, man weiß es nicht. Ich kann das verstehen, wenn man da Ängste hat, definitiv. Heims ist die Bereitschaft, sich pieksen zu lassen, deutlich ausgeprägter. Nur so ist es, so stehe ich auch drin. Es gibt, sagen wir mal... Kommen die aus Bayern, ich denke, ja. Von der Impfung. Und da sind manche vielleicht etwas ängstlich. Aber ich bestimmt nicht. Und ich habe da einige Mitbewohner, die lassen sich auch auf jeden Fall impfen. Klingt gut. Das Problem ist nur, der Impfstoff ist hier selbst bei den Heimbewohnern noch gar nicht angekommen. Herrlich. Die guten alten Leute, ja. Da saufen sie noch rein auf die Corona-Pandemie. Herrlich. Nee, schöne Reportage, muss man wirklich sagen. So gefällt mir das doch.